Fun, hier ist euer Aboram und wir sind im Monatsüberblick von Abo zockt. Und ich wünsche euch mal viel Spaß und kennt ihr noch das Kostüm? Denkt an das nette Video. Vielen Dank für die vielen Abos. Und worum es gleich geht, das erkläre ich euch gleich. So, und ihr habt gerade gesehen, ich habe mich schnell verwandelt und es geht auch sofort los in meinem Überblicksvideo zum Mai 2023. Und dieses Mal seht ihr auch mein T-Shirt korrekt. Achtung, Achtung, Achtung. So, da steht's. Abo zockt. Und bis dann. Hi. Und wir starten jetzt gleich durch mit euren Kommentaren. Dieses Mal zu meinem Monatsüberblick. Und mal wieder vielen Dank dafür. Es sind viele schöne Kommentare reingekommen. Auch Dankeschön-Kommentare. Also an alle, die mir da etwas geschrieben haben. Alter so. Das motiviert mich. Und jetzt geht es zwar auch gleich in die Vollen. Und zwar tatsächlich zu meinem Lieblingsvideo, wo es inhaltlich um die Origin-App geht. Habe ich vielleicht ein bisschen missverständlich in einem Kommentar geantwortet, dass dieses angemeldet bleiben sich darauf beziehen würde, dass man auch beim Neustart angemeldet bleibt. Nein, das ist es nicht. Vielen Dank da nochmal an den von dem Hinweis von The Duden, dass es tatsächlich dabei geht um dieses angemeldet bleiben, diese Checkbox, die man dann bei der Installation setzen kann, dass man dann angemeldet bleibt bei Origin. Das hat also nichts mit dem Start des Programms zu tun, sondern eher mit dem angemeldet bleiben beim Origin, weil dann braucht man nämlich nicht jedes Mal das Passwort wieder anzugeben. Darum geht es dabei. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal zu The Duden. Und nicht wundern, ich gucke nochmal ganz kurz rein. Und zwar, wenn man die App beim Hochfahren erfolgt, über Einstellung, Anwendung. Dort kann man nochmal nachträglich die App automatisch beim Hochfahren öffnen. Also das ist ein extra Einstellungspunkt, den könnt ihr auch nochmal merken. Das hat aber nichts mit dem angemeldet bleiben zu tun. So, und damit geht es auch gleich weiter in die wöchentlichen Let's Plays. Was sagst du dazu? Wir haben dieses Mal drei wöchentliche Let's Plays. Für euch noch einmal kurz zur Erklärung, was ich darunter verstehe, wenn ich schreibe wöchentliche Let's Plays. Es gibt Let's Plays, die ich tatsächlich jede Woche spiele. Dazu gehört aktuell immer noch Red Dead Redemption. Ich bin jetzt übrigens aus Kapitel 6 hinaus in den Epilog hineingekommen, in den ersten. Das heißt, ihr dürft euch da schon mal freuen. Ich habe da auch schon wieder ein paar Geheimnisse gefunden, die ich für euch aufarbeite und die ihr auch demnächst dann auch schon teilweise im nächsten Monat sehen könnt. Da hier nochmal einen kurzen Einblick zu Red Dead Redemption 2 und den Übergang in das nächste Kapitel. That just ain't how I want to die. Come on. Let's go blow this thing up. I think the line held. You want the honors? Sure. Natürlich geht es weiter in Genshin Impact. Da sind wir jetzt bei Kapitel 3.6. Und 3.6, ja, ich persönlich habe damit noch nicht angefangen. Ich bin immer noch davor und arbeite noch kleinere Kapitel ab, die davor noch zu erledigen waren. Dazu gehört zum Beispiel auch Kapitel, die sich auf Figuren bezogen, die man also nochmal durchspielen musste. Und denkt dran, ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen. Natürlich gibt es immer wieder neue Sachen für euch, was die Abo Game News angeht. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt zu dem, was wir im nächsten Monat sehen werden. Okay. Ich kann nichts machen.
Und zu guter Letzt haben wir Hogwarts Legacy, das uns auch noch in den Mai, beziehungsweise noch in den Juni hinein begleiten wird. Dann ist aber Hogwarts Legacy von mir persönlich komplett durchgespielt worden. Ich habe dann auch erstmal nichts. Ich werde dann im nächsten Monat für euch noch eine Umfrage starten und ich bin gespannt, was ihr gerne sehen möchtet. Ich habe da schon mal einen Vorschlag. Ich würde nämlich sagen, ich könnte kleine Besichtigungstouren für euch machen, so wie man sie gegebenenfalls auch aus Assassin's Creed kennt. Das heißt, ich würde mir zum Beispiel mal ein schönes Geschäft vornehmen und euch mal zeigen, was es da gibt und welche Gimmicks oder ähnliches und auch ein bisschen was über Hogsmeade erzählen. Das wäre meine Idee. Dazu gibt es auch noch einen Community-Kommentar, den ihr euch dann hier auf meinem Kanal ansehen könnt. Und hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus Hogwarts Legacy. Und damit gebe ich auch schon oder damit gehe ich schon in den nächsten Abschnitt. Sachen, die ich immer noch aufarbeite, das heißen Spiele, die ich schon durchgespielt habe, aber nur noch schneiden muss, sind bei mir Walkthroughs. Also ihr seht, da steckt auf meinem Kanal viel Arbeit dahinter. Also es gibt also einmal die Spiele, die ich wöchentlich für euch spiele und aufarbeite und Spiele, die ich schon durchgespielt habe und noch aufarbeiten muss. Dazu gehören aktuell zwei Stück, nämlich Assassin's Creed Valhalla. Da bin ich immer noch bei Dawn of Ragnarök und das wird euch noch diesen Monat begleiten und noch den nächsten Monat. Aber dann bin ich auch schon durch. Und was kommt danach? Danach kommen noch ein paar Geheimnisse, die noch im Hauptspiel von mir noch nicht abgearbeitet wurden und die auch mit Patches dazugekommen sind. Dazu gehört zum Beispiel ein geheimes Schwert und 6 Locations mit coolen Rätseln, aber das werde ich noch ankündigen, wenn wir dann da sind. Und hier nochmal einen kleinen Ausschnitt aus einem schönen Video von Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarök. Du heißt Kara, oder? Du erinnerst dich also. Warum sollte ich meine eigenen Valkyrie vergessen? Es ist lange her, dass Odin, Sohn des Bur, Vater des Thor, seine Pflichten ernst nahm. Stattdessen sorgt er sich um die Zukunft und versucht, seinem Schicksal zu entkommen. So hört man. Hüte deine Zunge, Mädchen. Ich tue, wie mir geheißen, mein Gebieter. Reden wir mal über deine Pflichten. Trägt dieses Schlachtfeld Früchte? Die Ernte ist enttäuschend. Viele sind gestorben, jedoch ohne Heldenmut. Anders als bei echten Heldengestalten sind ihre Wunden im Rücken statt in der Brust. Was werden sie mir nützen, wenn Ragnarök hereinbricht? Du hast nichts zu fürchten. Ich werde sie auf die letzte Schlacht vorbereiten. Vielleicht kann ich helfen. Wie? Nun, indem meine Kampfkünste ihnen zum Vorbild gereichen. Willst du ihnen deine alten Kriegsgeschichten erzählen? Nicht einmal wir Valkyrjur glauben diese Märchen noch. Dann stecke einen Kampfplatz ab, wo ich, der Herr Asgards, Schutzherr aller wahren Helden, meine größten Momente neu erleben soll. Genau wie sie passiert sind. Das dürfte zumindest unterhaltsam werden. Nun denn, o Höchster, dein Kampfplatz erwartet dich. Und wir kommen jetzt auch zum letzten Teil dieses Abschnittes, nämlich Shadow of the Tomb Raider. Auch das läuft noch weiter. Hiernach kommt Devil May Cry 5. Aber wie gesagt, Shadow of the Tomb Raider ist noch nicht abgeschlossen und freut euch, denn hier zeige ich euch gleich noch eine Episode und GroKo findet es großartig. Yes. Schaut euch das Video an, ich muss es gleich mal ein bisschen zusammenschneiden. Das Warten hat endlich ein Ende. Ich habe es geschafft und zwar habe ich seit 2 Monaten ein Video vorbereitet, um dem es um die Cloud Safe Games geht in diversen Programmen wie zum Beispiel Origin, Steam,
Good Old Games und so weiter und so weiter. Ich habe geguckt, was geht nicht. Es ist ein etwas längeres Video geworden, aber ich kann es euch nur empfehlen, denn da sind viele gute Informationen drin und ihr seid euch sicher, wenn es mal einen Crash gibt, dass eure Daten auch erhalten bleiben. Das, denke ich, ist wichtig. Was kommt dazu? Ich werde euch in den nächsten Wochen etwas aufarbeiten, sodass ihr das als kleine Episoden seht. Nicht jeder von uns oder nicht jeder von euch hat wahrscheinlich alle möglichen Launcher, so wie ich, da ich viele Spiele über alle möglichen Launcher verteilt habe, sondern manch einer nutzt nur Steam oder möchte gerne wissen, was in Origin nicht geht. Origin ist tatsächlich eine Vollkatastrophe. Ich werde euch das auch nochmal in dem Video sagen, beziehungsweise hier, also ich habe das auch getestet, was geht, was nicht geht, weil es gibt Cloud-Safe-Games in einer Origin-App. Allerdings funktionieren die bisher nur bei bekannten Spielen und wo er diese auch schon einmal installiert hatte. Bei neuen ist es mir nicht erklärlich, wo sie ansetzen. Ja, also Cloud-Safe-Games sind integriert in der Origin-App, funktionieren aber nur bei Sachen wie zum Beispiel die Sims oder bei FIFA. Allerdings nicht, wie ich das getestet habe, mit Mass Effect. Wobei ich denke, es ist ein neues Spiel. Und gerade da wäre es interessant. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde euch aber trotzdem immer noch zeigen, wenn ich so ein Spiel spiele, wo finde ich meine Safe Games und wie kann ich sie sichern? Weil das solltet ihr auf jeden Fall machen, denn man weiß nie, ob dazu eventuell nochmal irgendwann eine Fortsetzung kommt und ihr wollt nicht wieder von vorne anfangen oder es gibt nochmal eine schöne kleine, ja, eine kleine Nebengeschichte, wie wir es auch schon in Assassin's Creed Valhalla hatten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier schaut noch einmal ganz kurz rein und dann geht es auch gleich weiter in AWO Game News. In AWO Game News gibt es für euch diesen Monat ein paar nette Sachen. Auch schon im letzten Monat, da möchte ich kurz die Sachen nochmal schnell anteasern, was es an guten Sachen für euch gab. Das eine war die Transmogration in Hogwarts Legacy. Es war mir am Anfang gar nicht so klar, wo man hinklicken muss. Ich mache dafür auch noch mal einen Short, damit ihr zumindest über die Kurzfunktion Bescheid wisst und nicht um die Details. Wer mehr wissen will, darf sich das gerne bei mir auf AWO Game News anschauen. Hier noch mal ein kurzer Ausschnitt. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Part, denn die Transmogration findet nicht nur an dieser Stelle statt, sondern ihr könnt auch eure Ausrüstung transmogrieren. So, und zwar, das habe ich gar nicht gewusst, wenn ihr zum Beispiel mit der linken Maustaste über ein Bekleidungsstück geht, da steht es unten sogar drinne mit F Erscheinungsbild ändern. Und ich habe den Durchgang zum Süden gefunden in Hogwarts Legacy und es ist keine Mission. Das ist das Besondere dabei. Also, ihr müsst jetzt nicht an dieser Stelle einfach sagen, hey, ich kriege eine Mission, mache ein paar Goblins platt und dann bin ich auf der anderen Seite. Nein, ihr müsst eine Höhle finden und gegebenenfalls noch mal ein, zwei kleine Rätsel lösen. Und das habe ich in einem Video für euch festgehalten. Hier noch einmal ein kurzer Ausschnitt. Und es geht auch gleich weiter mit Rätsel, Bugs und besondere Momente. Und diesen Monat habe ich für euch zwei Ankündigungen. Ich hoffe, es fallen da noch mehr rein in nächster Zeit. Es ist halt einfach mal eine Frage, wie viel spielt man und wie viel passiert dabei. Und es ist ja nicht so, und das wisst ihr selber, dass man 20 Stunden spielt und man hat 20 lustige Sachen, sondern es passiert und das Beste und das Wichtigste dabei ist, man zeichnet das Ganze dann auch noch auf. Ansonsten ist dieser schöne Moment auf ewig weg. Okay, was ist jetzt für euch interessant an dieser Stelle? Und zwar habe ich zwei Sachen für euch, nämlich unglaublich, ihr seht sie gleich. Ich habe in Red Dead Redemption eine coole Szene gehabt. Und zwar versuche ich da eine Geiselnahme sozusagen zu machen. Und was ist passiert? Meine Pistole ist weg. Das heißt, ich habe nur noch den Finger am Kopf einer Person. Sieht mega lustig aus. Hier nochmal der Clip. Stolen. You disrupted a negotiation. Let him go. This is all getting out of hand. Hi, Captain Monroe. Let's get out of here. Hi. If I were you, I'd keep my mouth shut, amigo. I don't want to kill this man. But shall get away with this. Charles, Captain Monroe, mount up now.
Und ich habe etwas ganz Besonderes. Das ist nichts Lustiges, aber es ist ein Hogwarts Legacy und es ist ein beeindruckendes Level, was ich da gesehen habe. Und zwar geht es um die Prüfung von, können wir gucken, Liam Fitzgerald. So, und das Besondere bei dieser Prüfung ist, dass das alles in Schwarz-Weiß gehalten ist. Ja, so ein ganz besonderer Ton. Es ist auch kein Teil, wo man sich frei durch die Welt bewegen kann. Es ist schon ein bisschen linear, aber das macht überhaupt nichts. Und es ist meines Erachtens ein wunderbares Storytelling in diesem Augenblick und zeigt, dass sich Entwickler sogar noch ein bisschen mehr Mühe gegeben haben, über den Standard, den das Spiel schon setzt, hinausgeht. Ja. Und von daher hier ein kurzer Ausschnitt und den Rest könnt ihr natürlich bei mir auf dem Kanal sehen. Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Zu guter Letzt möchte ich euch natürlich mal wieder bei euch bedanken. Es gab diesen Monat, also den letzten Monat, noch ein schönes Video, nämlich 127 Abonnenten habe ich geknackt. Aktuell, heutiger Stand, es sind 131. Es geht nach oben. Ein paar haben von euch leider wieder ihr Abo gekündigt. Ich würde mich persönlich über jedes Abo freuen. Sobald ich eine gewisse Grenze geknackt habe, kann ich für euch mehr machen. Momentan sind so meine Grenzen des Machbaren erreicht. Ich habe auch schon gesehen, mit Hogwarts Legacy, also im Prinzip zu den Walkthroughs und den wöchentlichen Sachen, die ich mache, noch parallel dazu noch ein Spiel zu schneiden, war sehr aufwendig und hat mich an meine zeitlichen Grenzen gebracht. Ich habe es geschafft. Ich werde auch vielleicht demnächst wieder ein Spiel wöchentlich mit reinnehmen, aber dann ist auch wirklich bei mir alles am Ende. Ich habe sogar Probleme gehabt mit Genshin Impact. Das habt ihr vielleicht auch ein bisschen verfolgt. Ich habe eine Woche es nicht geschafft, ein Video zu schneiden, ist aber jetzt nachgekommen und möchte auch schon sagen, ja, ich tue mein Bestes. Würde mich freuen, mehr Abonnenten. Ich kann meine Aufgaben auch ein bisschen anders delegieren, wenn ich ein bisschen Einnahmen habe mit diesem Kanal. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr dürft jetzt hier noch einmal das Video sehen, das Dankeschön-Video. Und ich sage schon einmal, ja, have fun, euer Aboram. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Und hier das Dankeschön-Video für meine treuen Abonnenten. Hallo, meine Freunde. Hier ist Abo zockt und mein Leitspruch ist immer have fun, hier ist euer Aboram. Und ich habe euch letztes Mal versprochen, sollte ich die 126 Abonnenten übertreffen, dann habe ich mehr als meinen vorherigen Kanal. Dann mache ich ein extra Video und dazu habe ich meinen Kumpel Zazish eingeladen vom Kanal Tavix Corporation. Zazish, man hört dich nicht. Oh. Okay. Mach nicht so viel kaputt. Ihr habt gerade nichts gesehen. So, hi meine lieben Freunde, ich bin von der Tavix Corporation, man nennt mich Zazish und ich grüße Avo von Avo Zockt und ich wünsche ihm alles Gute weiterhin auf seinem Kanal und gratuliere ihm zu den 127 Abonnenten. Damit hat er es geschafft, mit seinem Kanal uns zu überholen.
Ja, vielen Dank, Zazij, und vielen Dank an euch, dass ihr mir so treu geblieben seid und weiterhin hoffentlich auch bei mir bleibt. Und ich brauche mehr Abonnenten. Die Zeit stimmt schon, die ihr schaut. Bitte abonniert einfach meinen Kanal und dann gibt es noch viel mehr von mir, von meinen Ideen. Und wenn alles gut geht und ich mal wieder ein bisschen Zeit habe, dann geht's auch wieder zurück zu meinem Kumpel Zazij. Und von da sage ich mal wieder, have fun, euer Aboram, bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Viel Spaß noch.